So, meine Damen und Herren, jetzt darf ich Sie ganz herzlich offiziell begrüßen, und zwar nicht nur hier im Zoom-Webinar, die Mitglieder des Börsenvereins, sondern auch im YouTube-Livestream alle anderen, die sich für die Veranstaltung interessieren, zur Verlagsbeteiligung in der VW Wort. Sie sehen hier auch schon auf dem Screen gefüllte Ränge. Wir haben also eine ganze Reihe von Experten und Expertinnen vor allem auch eingeladen, um uns die Sachverhalte zu erklären, um die es heute geht. Der Ablauf wird der sein, dass meine Kollegin Susanne Barwick beginnt. Sie erzählt ein wenig zu den Hintergründen, warum wir wieder eine Verlagsbeteiligung haben, gibt aber auch ein paar Tipps für die Verlage, was sie vertraglich bei der Gestaltung ihrer Verlagsverträge beachten müssen. Dann werden wir übergehen zur VG Wort. Die VG Wort ist hier mit drei Personen vertreten. Wir hören dann zunächst den Justiziarskollegen Christian Bayer, der uns ein wenig die Hintergründe des Verteilungsplans der VG Wort erläutern wird. Und dann gehen wir ganz in die Praxis. Die zwei Kollegen vom VLB, von denen Herr Kollege Alexander Hafner sprechen wird, erläutern Ihnen dann, wie Sie die Werkmeldung im Buchbereich mithilfe des VLB organisieren können und wie das im Ablauf funktionieren wird und wie der Zeitplan sein wird. Und wenn wir diesen Teil hinter uns haben der Veranstaltung, dann machen wir eine größere Fragen- und Antworten-Session. Ich darf Sie dafür bitten, wenn Sie Fragen haben, die möglichst in den Chat einzutragen. Einige haben den Chat jetzt auch schon benutzt. Es ist zwar auch möglich, dass wir hier Teilnehmer direkt aus dem Zoom-Webinar aufrufen und sozusagen mit Wort und Bild, mit Ton und Bild zu Wort kommen lassen, aber es ist natürlich für das Organisieren der Fragen und das Abschichten der Einzelunterthemen einfacher, wenn Sie Ihre Fragen, die Sie haben, in den Chat stellen. Wenn wir diesen Block mit den Fragen und Antworten fertig haben, was der größere Teil der Veranstaltung sein wird, dann machen wir weiter mit dem Thema der VG-Wort-Meldungen für die Zeitschriftenverlage. Und ganz kurz gestreift wird auch das Thema METIS, also Meldesystem für Texte auf Internetseiten. Das wird aber heute nur eine ganz untergeordnete Nebenrolle spielen, denn da hat sich erstens nichts geändert und die Verlagsbeteiligung gibt es da auch schon automatisch, wer diese METIS-Zählpixel verwendet. Wir machen keine langen Vorreden. Ich stelle mich noch mal kurz vor. Mein Name ist Christian Spang. Ich bin der Justiziar des Börsenvereins und betreue mit meiner Kollegin Susanne Barwick zusammen hauptsächlich eben in der VG Wort die Interessen und die rechtliche Beratung der Verlage. Und Susanne Barwick wird es auch sein, die jetzt am Anfang die Grundlagen noch mal in ihrer Präsentation vorstellt. Bitte, Susanne. Ja, vielen Dank. Ich teile jetzt meinen Bildschirm. Ja. Auch von mir guten Morgen in die Runde. Ich will jetzt gar nicht aus Zeitgründen groß auf die Regelungen der Vergangenheit eingehen, sondern möchte Ihnen eigentlich gleich die rechtliche Grundlage vorstellen, nach der eine Verlagsbeteiligung an gesetzlichen Vergütungsansprüchen jetzt wieder möglich ist. Und zwar ist es der 63a Absatz 2 Urhebergesetz, der letztes Jahr neu gefasst worden ist, nachdem zuvor mit Artikel 16 der DSM-Richtlinie die europarechtliche Grundlage für die Verlagsbeteiligung neu geschaffen worden ist. Wenn man sich den Paragraph 63a Absatz 2 anschaut, dann ist es eben so, dass in dem Moment, in dem ein Urheber einem Verleger Nutzungsrechte an seinem Werk einräumt, dieser Verleger dann in Bezug auf diese Rechte an den gesetzlichen Vergütungsansprüchen beteiligt ist oder beteiligt werden kann. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung, was sind gesetzliche Vergütungsansprüche? Gesetzliche Vergütungsansprüche nehmen Verwertungsgesellschaften für die Urheber für sogenannte Schrankennutzungen, das heißt für vom Gesetz erlaubte Nutzungen wahr. Also erlaubt ist zum Beispiel eine Privatkopie oder die Ausleihe in Bibliotheken und hierfür zahlen dann die Gerätehersteller und die Bibliotheken Vergütungen an die VG Wort. Anders als in der Vergangenheit geht es jetzt nicht mehr um die Abtretung von gesetzlichen Vergütungsansprüchen vom Urheber an den Verlag, sondern die Verleger haben eben einen gesetzlichen Beteiligungsanspruch an den Einnahmen nach 63a Absatz 2. Dieser Anspruch kann nur über eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. Und es ist für diesen Anspruch ausreichend, dass der Urheber dem Verleger die
ausschließlichen oder einfachen Nutzungsrechte eingeräumt hat. Also wenn Sie einen ganz normalen Verlagsvertrag benutzen, in dem alle relevanten Nutzungsrechte enthalten sind, dann reicht das aus. Es ist also nicht mehr erforderlich, dass wir jetzt in dieser, ich sage jetzt mal, in diesem Zwischenraum, den wir jetzt hatten, bevor die neue Regelung in Kraft getreten ist, dass es irgendwie auf die Zustimmung des Urhebers ankommt. Und es ist auch nicht vorgesehen, dass der Urheber im Verlagsvertrag vereinbaren kann, dass der Verleger nicht an den gesetzlichen Vergütungsansprüchen beteiligt ist. Also es reicht wirklich die Einräumung der Nutzungsrechte aus. Ebenfalls nicht erforderlich ist, dass der Urheber auch einen Wahrnehmungsvertrag mit der Verwertungsgesellschaft hat. Es kommt also quasi nur darauf an, dass Sie als Verlag einen Wahrnehmungsvertrag mit der VG Wort haben. Weitere Regelungen zur Verlagsbeteiligung, die noch wichtig sind an dieser Stelle, ist der 137Q. Das ist eine Übergangsregelung, die bestimmt, dass der 63a Absatz 2, also diese neue Regelung, erst für Einnahmen gilt, die ab dem 7. Juni 2021 an die Verwertungsgesellschaften geflossen sind. Aus diesem Grund wird es in diesem Jahr auch zwei Ausschüttungen geben und die entscheidende Ausschüttung für Verlage wird dann im Herbst 2022 stattfinden. Eine weitere Regelung, die uns nicht besonders gut gefallen hat und wo wir auch versucht haben, im Gesetzgebungsverfahren etwas dagegen zu tun bzw. die zu verhindern, ist der 27b Verwertungsgesellschaftengesetz, der eine Mindestquote für gesetzliche Vergütungsansprüche für die Urheber festlegt. Also Urheber erhalten mindestens 2/3 der Einnahmen. Damit greift der Gesetzgeber aus unserer Sicht in die Verteilungsautonomie der Verwertungsgesellschaften ein. Das gab es jetzt in diesem Sinne vorher noch nie. Aber wie gesagt, wir konnten damit unseren Einwänden im Gesetzgebungsverfahren auch nicht vordringen. Also das Einzige, was wir noch erreichen konnten, ist sozusagen der letzte Halbsatz, wonach trotz dieser Mindestquote, dieser gesetzlichen, die Verwertungsgesellschaften auch einstimmig mit ihren Gremien eine andere Verteilung festlegen könnten. Das ist auch sozusagen im Dezember in der VG Wort passiert. Da wurde der Verteilungsschlüssel im Bereich Wissenschaft und Metis geändert. Im Bereich Publikumsverlage ist er unverändert geblieben. Da liegt er sozusagen wie bisher bei 70-30. Und im Bereich Wissenschaft und Metis musste es eben eine Veränderung geben, weil dort vorher 50-50 beziehungsweise 60-40 die Quote war. Und hier hat man sich jetzt eben darauf geeinigt, dass man es jetzt eben mit dieser gesetzlichen Mindestquote, also 2/3, 1/3, dass man das erstmal jetzt ausprobiert. Das ist eine befristete Regelung. Also es kann sein, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Das wäre es jetzt von mir erstmal zu den gesetzlichen Grundlagen. Und ich will noch kurz etwas sagen zur VG-Wort-Klausel, die bisher in den Verlagsverträgen drin war. Es ist jetzt keine VG-Wort-Klausel mehr in Bezug auf gesetzliche Vergütungsansprüche notwendig. Also Sie brauchen keine Klausel mehr, die irgendwie die Abtretung in dieser Hinsicht regelt, weil, wie gesagt, dieser Beteiligungsanspruch gibt Ihnen jetzt automatisch das Gesetz. Da die VG Wort aber neben den gesetzlichen Vergütungsansprüchen auch noch einige Nutzungsrechte treuhänderisch wahrnimmt, also wie zum Beispiel das kleine Senderecht oder das Vortragsrecht oder das Vermietrecht, empfehlen wir, dass Sie bezüglich dieser Nutzungsrechte noch die hier abgedruckte Klausel verwenden. Die können Sie im Nachgang auch noch mal sich in Ruhe angucken oder wir können sie Ihnen auch noch mal übersenden, wenn Sie sie noch nicht haben. Also das würden wir sozusagen bezüglich der Nutzungsrechte noch mal dringend empfehlen. Und damit wäre ich sozusagen auch mit der Einführung zu den rechtlichen Grundlagen am Ende und würde dann zu Christian Bayer übergehen. Ja, jetzt gehe ich noch mal ganz kurz dazwischen. Erstmal vielen Dank, Susanne, für die Darstellung der Grundlagen. Und bevor wir jetzt, wir sehen schon die erste Folie von Christian Bayer,
bevor wir jetzt damit weitermachen, habe ich einige Fragen im Chat danach gesehen, ob die Folien denn zugänglich gemacht werden. Das werden sie natürlich. Also es muss niemand jetzt die Folien abschreiben oder irgendwelche Screenshots machen von den Folien, sondern die Folien werden natürlich auf der Website des Börsenvereins zur Verfügung gestellt. Das gilt auch für die Folien der VG Wort. Und derjenige, der die Folien gefertigt hat und der sie jetzt vorführt, das ist der Justiziarskolleg Dr. Christian Weyer von der VG Wort, dem ich jetzt das Wort erteile. Ja, vielen Dank und guten Morgen auch von mir. Also ich bin bei der VG Wort als Jurist tätig und begleite dort auch die Umsetzung des neuen Verteilungsplans. Warum gibt es einen neuen Verteilungsplan? Die Kollegin Susanne Babik hat es ja schon erläutert. Die gesetzlichen Grundlagen haben sich im letzten Jahr wieder geändert. Es gibt insbesondere einen neuen 63a, der den Verlagen wieder einen eigenständigen Vergütungsanspruch gibt, auch bei gesetzlichen Vergütungsansprüchen. Und das hat es erforderlich gemacht, dass die VG Wort natürlich auch ihren Verteilungsplan anpasst. Das haben wir natürlich auch sehr gerne gemacht, weil in der Vergangenheit für die Verlage die Möglichkeit der Vergütung ja sehr eingeschränkt gewesen ist. Also es gab dieses Zustimmungsmodell, wonach die Urheber sozusagen entscheiden konnten, ob sie den Verlag beteiligen wollen oder nicht. Das können sie im Grunde jetzt wieder vergessen, weil nach dem neuen Verteilungsplan gibt es wieder einen eigenständigen Verlagsanteil. Und ich fange jetzt mal an mit einigen allgemeinen Grundsätzen, die dieser neue Verteilungsplan sozusagen vorsieht. Und zwar der erste ist, es gibt sozusagen einen festen Urheberanteil und einen festen Verlagsanteil. Das ergibt sich im Grunde zwingend aus dem Gesetz, weil dort der Gesetzgeber halt auch teilweise bestimmte Mindestquoten vorgesehen hat für die Urheber und für die Verlage. Und weil es halt wieder diesen Beteiligungsanspruch der Urheber gibt, der Verlage gibt. Und von daher ist es auch aus unserer Sicht, aus Sicht der VG Wort, im Grunde egal, was in den Verlagsverträgen drinstehen mag, über die Höhe dieser Anteile, weil wir handeln da nur nach unserem Verteilungsplan. Und ein weiterer Grundsatz ist, dass wir zumindest bei den meisten Sparten, die wir heute vorstellen, auch getrennte Ausschüttungstöpfe für Urheber und für Verlage vorsehen. Das heißt, es ist sozusagen für die Verlage egal, ob ihr Urheber das Werk auch bei der VG Wort meldet. Er kriegt sozusagen aus einem eigenen Ausschüttungstopf für Verlage sein Geld und der Urheber kriegt es sozusagen getrennt davon und separat. Und es kommt sozusagen nicht darauf an, dass beide bei der VG Wort sind. Eine gewisse Ausnahme ist der Bereich Metis, den wir nachher noch kurz anschneiden werden. Dort gibt es sozusagen eine gemeinsame Topfbildung, weil dort auch Metis immer sozusagen nur dann funktioniert, wenn sowohl Urheber als auch Verlag bei der VG Wort sind. Was jetzt auch eine möglicherweise Neuerung ist, dass Verlage müssen grundsätzlich eigentlich immer eine Meldung gegenüber der VG Wort abgeben. Also in den letzten Jahren war das nicht nötig, weil dort ja die Urheber gemeldet haben und dabei dann möglicherweise über eine Zustimmung entschieden haben. Aber jetzt, wo es sozusagen den eigenständigen Verlagsanteil wieder gibt, muss der Verlag auch die VG Wort sozusagen benachrichtigen, dass es dieses Werk gibt und muss es anmelden. Wie die Meldung ausgestaltet ist, das ist von Bereich zu Bereich ein bisschen verschieden, aber wir haben natürlich versucht, das so einfach und komfortabel wie möglich zu machen. Und ein wesentlicher Grund, warum es diese Meldungen gibt, ist halt auch der nächste Punkt, nämlich, dass die Verlage bei den gesetzlichen Vergütungsansprüchen noch bestätigen müssen, dass sie tatsächlich über die Rechte an diesem Werk verfügen. Weil der 63a Urhebergesetz ja vorsieht, ich bekomme als Verlag dann eine Beteiligung, wenn ich tatsächlich Rechte eingeräumt bekommen habe, die von den Schrankenregelungen betroffen sind. Als nächstes kommen wir jetzt mal zu den wesentlichen Ausschüttungssparten, die wir hier heute vorstellen wollen. Der erste Bereich, das ist sozusagen die Ausschüttung Bibliothekstantieme. Da geht es um nicht wissenschaftliche Bücher, die insbesondere jetzt in öffentlichen Bibliotheken einstehen und dort ausgeliehen werden. Also so der klassische Publikumsbuchbereich. Die zweite Ausstellungssparte ist der Bereich der wissenschaftlichen und Fachbücher, also alles, was in den wissenschaftlichen Bibliotheken verfügbar ist.
Und dann werden wir noch kurz anschneiden die Bereiche Wissenschaft, Zeitschriften und Metis. Und dann steige ich jetzt mal ein mit der ersten Ausstattungssparte, nämlich die Bibliothekstantieme. Hier geht es um Ausleihen, die aus allgemeinen öffentlichen Bibliotheken stattfinden. Also das sind insbesondere halt die städtischen und kommunalen Bibliotheken. Und gleichzeitig mit der Vergütung für die Ausleihe vergüten wir hier auch, dass private Vervielfältigungen dieser Werke angefertigt werden. Ja, wie bereits gesagt, geht es dabei insbesondere um den nicht wissenschaftlichen Buchbereich, also Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur und Sachbücher. Und ein wesentliches Merkmal dieser Ausstellung ist, dass man im Prinzip jedes Jahr Geld bekommen kann. Das war in der Vergangenheit auch schon so. Und zwar ist die Voraussetzung für die Ausstellung, dass das Ausleihen festgestellt werden. Also solange Werke ausgeliehen werden, kann man dafür auch Geld bekommen. Dann vielleicht die nächste Folie, bitte. Was sind jetzt die Voraussetzungen, damit man als Verlag daran teilnehmen kann? Also man muss auch hier, das ist neu, einmalig seine Werke anmelden. Und zwar ist das möglich, entweder man macht es direkt bei der VG Wort oder man macht es über das VLB, was dann im Anschluss gleich noch vorgestellt werden wird. Und meldefähig sind dabei grundsätzlich sämtliche Werke, an denen der Verlag noch Nutzungsrechte besitzt. Also es kommt hier nicht auf das Erscheinungsjahr an, sondern es können auch Bücher sein, die schon vor 20, 30 Jahren erschienen sind, die aber noch weiterhin genutzt werden. Und diese Werke werden halt dann vergütet, wenn sie in den Bibliotheken ausgeliehen werden. Wir haben jetzt eine Meldefrist vorgesehen. Die läuft hier normalerweise, wie alle Meldefristen der VG Wort, am 31. Januar eines Jahres ab. Und erstmalig jetzt, weil wir jetzt komplett neu starten, hätten wir den 31. Januar dieses Jahr nicht hinbekommen, ist es in diesem Jahr der 30. April. Das ist allerdings jetzt keine Ausschlussfrist, sondern das ist sozusagen die Frist, wenn man jetzt an der allerersten Ausschüttung teilnehmen möchte, die jetzt dieses Jahr stattfinden möchte. Und noch eine Bemerkung dazu, also man muss sozusagen einmalig das Buch anmelden und dann ist es bei der VG Wort hinterlegt oder ist es beim VLB hinterlegt und in der Folgezeit muss man dann nur noch die Neuerscheinungen anmelden. Also man muss nicht jedes Jahr den kompletten Katalog hier anmelden. Was dann auch notwendig ist und was im Rahmen der Meldung normalerweise passieren wird, ist, dass man noch bestätigt, dass man für dieses Buch auch tatsächlich die relevanten Nutzungsrechte besitzt, die es rechtfertigen, dass man als Verlag daran beteiligt wird. Und man muss die VG Wort sicherheitshalber auch noch freistellen, für den Fall, dass das bei einzelnen Werken möglicherweise nicht der Fall ist und die VG Wort deshalb den Urhebern da mehr zahlen müsste als die vorgesehene Quote. Und wie kommt es dann zu einer Ausschüttung? Da haben wir ein empirisches Verfahren, bei denen ausgewählte Bibliotheken jedes Jahr alle Ausleihvorgänge bei sich erheben und diese Daten an die VG Wort liefern. Und wenn ein Werk sozusagen ausgeliehen wurde und es wurde angemeldet, dann bekommt es eine Ausschüttung. Das ist jetzt so im Grundzug mal die Darstellung der Ausschüttung Bibliothekstantieme gewesen, also die Einzelheiten, die können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch erläutern oder es gibt dann wahrscheinlich auch Merkblätter dazu, aber wir sind da auch noch wirklich relativ am Anfang der Umsetzung, weil den neuen Verteilungsplan gibt es jetzt auch erst seit 2 Monaten. Ich will dann zu der zweiten Buchausschüttung kommen und zwar ist das die Ausschüttung für wissenschaftliche Bücher. Also hier ist der Unterschied zur vorangegangenen Ausschüttung, dass wir hier Werke vergüten, die in den wissenschaftlichen Bibliotheken einstehen. Also bei der Bibliothekstantieme sind es die öffentlichen Bibliotheken, hier sind es die wissenschaftlichen Bibliotheken, also insbesondere die Universitätsbibliotheken und die Institutsbibliotheken. Und hier haben wir ein etwas anderes Ausschüttungsverfahren, nämlich es gibt grundsätzlich nur eine Einmalzahlung pro Werk. Hier haben wir auch keine konkreten Ausleihdaten von den Bibliotheken, sondern man schaut sich sozusagen an, wo stehen die Werke und wenn die ausreichend Standorte haben, dann gibt es dafür eine Einmalzahlung.
Voraussetzung für diese Ausschüttung ist auch wieder eine Meldung. Und genau wie bei der vorangegangenen Ausschüttung hat man hier auch die Wahlmöglichkeit, ob man das direkt bei der VW Wort machen möchte oder ob man das über das VWB machen möchte. Hier haben wir die Besonderheit, dass man sozusagen nur jetzt mit den Büchern des Erscheinungsjahres 2021 bei der Meldung beginnen kann, weil nach den gesetzlichen Regelungen die VG Wort hier auch nur Geld verwenden darf, was sie seit dem 7. Juni 2021 erhalten hat. Also von daher müssen wir uns da so ein bisschen darauf beschränken, dass wir nur Neuerscheinungen berücksichtigen. Die Meldefrist beträgt dann grundsätzlich 3 Jahre ab dem Jahr der Veröffentlichung. Und zwar haben wir hier auch den Stichtag 31. Januar, um im gleichen Jahr dann die Hauptausschüttung zu erreichen. Und für die Ausschüttung 2022 haben wir jetzt einmalig vorgesehen, ebenfalls die Meldefrist zum 30. April. Wenn man diese Frist aus administrativen Gründen jetzt nicht erreichen sollte als Verlag, dann wäre das aber noch kein Drama, weil man das Erscheinungsjahr 2021, wie ich gesagt hatte, auch noch 3 Jahre melden kann. Also man hätte durchaus noch 2 Jahre länger Zeit, das zu melden und bekommt dann immer noch Geld dafür. Auch hier haben wir dann als weitere Voraussetzung, dass man im Rahmen der Meldung bestätigen muss, ja, ich besitze auch die relevanten Nutzungsrechte an diesem Werk, was ich bei der VW Wort melde, und gleichzeitig muss auch hier eine Freistellungserklärung abgegeben werden. Und was dann passiert, ist, dass die VW Wort alle fristgerecht eingegangenen Meldungen überprüft. Und zwar kommt es dabei dann darauf an, ob das Werk ausreichend in wissenschaftlichen Bibliotheken verbreitet ist. Oder es müssen mindestens 100 verkaufte Werksexemplare nachgewiesen. Also die Kriterien sind hier die gleichen, die es bei der VG Wort auch schon immer für die Urheberausschüttung gegeben hat. Also wir haben ja weitgehenden Gleichlauf zwischen Urheberausschüttung und Verlagsausschüttung im Bereich Wissenschaft. Und vergütet wird das Werk dann nach der Druckseitenzahl und wie gesagt mit einer Einmalzahlung und damit ist das dann abgegolten. Und das waren jetzt die beiden Buchausschüttungen der VG Wort. Und für beide Buchausschüttungen hat man, wie gesagt, die Wahl, ob man es über die VG Wort direkt macht oder über das VWB. Und deshalb würde ich dann jetzt zurückgeben, damit wir uns diese VWB-Lösung anschauen können. Jawohl, vielen Dank, Herr Bayer. Es war sehr hilfreich. Zurück ins Funkhaus zu mir als Moderator. Wir kommen aber gleich noch, das sei noch mal erinnert, auf das ganze Thema Zeitschriftenausschüttung und ganz kurz auch noch Metis-Ausschüttung. Also da müssen Sie, wenn Sie Zeitschriftenverlag sind, etwas länger warten. Wir wollten erst den Bereich Buch zusammenhängend darstellen und nach dem Bereich Buch dann auch alle Fragen, die ja schon reichlich eingehen, wie ich gesehen habe, behandeln. Aber jetzt einmal im Zusammenhang die Darstellung und was jetzt noch fehlt, ist der Kollege Alexander Hafner vom VLB, der uns darstellen wird, wie die Werkmeldung über das VLB funktioniert. Also wir führen heute nicht vor, wie die Werkmeldung über das Portal der VW Wort funktioniert, die sogenannte TOM-Portal, sondern die einfachere und wirklich auch administrativ bessere Möglichkeit ist, wenn Sie am VLB teilnehmen, dann mit Hilfe des VLBs zu melden und wie das genau funktionieren wird und was dann jetzt auch in den nächsten Wochen auf Sie wartet, das wird jetzt der Kollege Alexander Hafner erklären. Bitte schön. Exakt, danke, Herr Sprang. Vielleicht kurz zur Einleitung noch ein paar Worte. Unser Gedanke ist es natürlich, dass wir den VLB-Verlagen es möglichst einfach machen wollen, die einzelnen Rechte an VG Wort zu übertragen. Und hier würden wir auch als Aggregator dienen. Sprich, Sie können bei uns Ihre Rechte pflegen und wir geben sie dann gesammelt an VG Wort weiter. Rechte vergeben können werden für alle Titel, die Sie auch auf vlb.de sehen würden. Also sprich für aktive und inaktive, also vergriffene. Wir haben ja gerade auch gehört, dass insbesondere für die Bibliothekstantieme die vergriffenen Werke noch immer relevant sind, weil sie natürlich zur Ausleihe kommen können. Und unsere Vorstellung, wie Sie das machen würden, wäre ein einfacher Report, den ich Ihnen jetzt auch direkt mal zeigen würde, den Sie im VLB abrufen können, wo Ihre bisher hinterlegten Rechte zu sehen sind.
das hier mal am Beispiel vom Mikrotext Verlag gemacht. Im Prinzip werden all Ihre Produkte gelistet. Sie sehen auch hier, dass die MVB-Kennnummer, also Ihre Verlagskennnummer, mit eingeblendet wird, hat den einfachen Hintergrund, was ich gerade in einem Nebensatz gesagt habe, dass die Produkte, die Sie auch sehen, ganz abhängig von Ihren Rechten, die Sie auf vlb.de haben, natürlich auch für mehrere Verlage sein könnten. Also Penguin Random House würde dann in der Liste folglich hier Produkte von um die 50 Verlage sehen. Sie haben gelistet alle Produkte mit Erscheinungstermin, zu Beginn alle aktiven Produkte, danach alle archivierten. Das gibt Ihnen auch nochmal die Sicherheit, dass Sie die Neuerscheinung immer ganz oben haben. Entnommen sind Produkte, die Sie vom Verkauf zurückgezogen haben, also die gecancelt sind. Die werden Sie in der Liste nicht finden, weil sie niemals erschienen sind. Und wir haben uns es entsprechend so vorgestellt, dass Sie die drei relevanten Rechte, zu denen die Juristen dann bestimmt noch mal ein bisschen mehr und genauere Sachen sagen können, als ich das kann, das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, also was dem Online-Nutzungsrecht entspricht, und die sonstigen Rechte der öffentlichen Wiedergabe. Wenn Sie initial bei uns, also vielleicht sage ich auch noch mal ein bisschen was zum Zeitplan vorneweg. Wir würden das jetzt im März final implementieren. Also Ende März, Anfang April würde Ihnen diese Liste bereitstehen. Sie können die analog auf vlb.de wie Ihren Qualitätsreport abrufen. Der eine oder andere wird das kennen, wo Sie ebenfalls eine Excel-Tabelle herunterladen können, wo vermerkt ist, ob Ihr Titel Gold, Silber oder Bronze ist. Und welche Kriterien gepflegt sind, das wird auch im selben Bereich, also diese Excel-Liste wird auch im selben Bereich bereitgestellt. Unter dem Punkt Reporting wird es dann einen neuen Punkt geben, V-Reward. Und da können Sie sich diese Excel-Datei herunterladen und tatsächlich an Tag 1 der Inbetriebnahme wird sie auch so ausschauen. Sie werden für all Ihre Titel jeweils die Hinterlegung keine Angabe treffen. Finden. Hat den einfachen Hintergrund, dass Sie, wie wir gerade auch gehört haben, für jedes Produkt das explizit bekannt machen müssen. Und wir haben jetzt hier ein Dropdown hinterlegt, wo Sie einfach sagen könnten, ich habe für diesen Titel das folgende Recht oder ich habe es auch nicht. Und das Schöne an Excel ist natürlich, dass Sie das auch einfach für weitere Titel bequem übernehmen können. Ich denke, die meisten von Ihnen werden damit vertraut sein, wie das Ganze zu benutzen ist. Und wenn Sie Ihre Titel gepflegt haben, dann können Sie die Excel auf derselben Seite einfach wieder hochladen. Dann haben Sie einen kleinen Upload-Bereich, zusätzlich noch einen Bereich, wo Sie VG Word auch die entsprechende Freischaltung geben, dass Sie das verwenden dürfen oder dass Sie diese Rechte melden dürfen. Dann wird es noch einen kleinen angepassten Text für geben. Und wenn Sie das einmal hochgeladen haben, ist Ihr Job im Prinzip an der Stelle erledigt. Sie können durch den Download dann immer noch mal verifizieren, welche Rechte Sie Ihren Produkten gegeben haben. Und insofern Neuerscheinungen dazukommen und Sie die Excel erneut herunterladen, werden die immer hier oben in der obersten Zeile dann zu sehen sein und werden jeweils mit der mit dem Vermerk keine Angabe hinterlegt sein. So viel von meiner Seite. Ja, dann vielen Dank, Herr Hafner, für die Darstellung, wie die Meldung bei SVB funktionieren wird, die dann Ende März, Anfang April eben vom VLB aktiv an die VLB-meldenden Verlage ausgespielt wird. Jetzt haben wir eine Menge Informationen bekommen. Erst die rechtlichen Grundlagen, die uns Susanne Barbeck dargestellt hat. Dann hat Christian Bayer für die VG Bord die Grundlagen im Verteilungsplan und die Abläufe dargestellt. Und eben, wie gesagt, noch das Kollege Hafner fürs VLB, wie die Meldung funktionieren wird. Wir haben aber schon eine Menge Fragen bekommen. Ich sehe schon 44 Einträge im Chat. Und meine Kollegin Susanne Barbeck hat es übernommen, noch im Hintergrund gestützt durch die Verlegerausschusskollegen Nicola Meyer und Ulla Sand, die Fragen so ein bisschen zu sortieren und jetzt hier einzuspielen in die Diskussion. Wir haben natürlich das Ziel, dass alle Fragen am Ende dieses Webinars beantwortet sind. Susanne, was
ist die sinnvolle erste Frage aus den vielen, die wir jetzt schon bekommen haben. Ja, also vielleicht eine Frage war, die war, glaube ich, noch zu meinem Teil. Muss der Verlag die 2/3 an die Urheber überweisen oder geschieht es über die VG Wort? Nein, das ist jeder hat, das ist vielleicht mittlerweile auch klar geworden. Es gibt eben 2 Töpfe und einmal wird an die Urheber ausgeschüttet, die 2/3 und die 1/3 gehen an den Verlag. Vielleicht noch eine Frage, die ein bisschen rausfällt, aber ich stelle sie, es war die erste Frage, deswegen will ich sie vielleicht nennen, nämlich, ich weiß nicht, ob man das beantworten kann hier, wie sieht die Regelung bei der Besteuerung der urheberrechtlichen Nutzungsrechte und der gesetzlichen Vergütungsansprüche aus? Bisher wurden nur die urheberrechtlichen Nutzungsrechte oder nur bisher wurden nur bei den urheberrechtlichen Nutzungsrechten die Umsatzsteuer ausgewiesen. So, jetzt haben wir in diesem Webinar nicht nur den Herrn Bayer für die VG Wort, sondern auch die beiden Geschäftsführer, Robert Staats und Rainer Just. Und das ist natürlich genau die Frage für den kaufmännischen Geschäftsführer Rainer Just. Der meldet sich auch schon und kann dem Fragenden das jetzt genau sagen. Ja, guten Morgen. Ich will das versuchen, einfach zu machen. Also für die gesetzlichen Vergütungsansprüche, die unter die Paragraphen 27 und 54 fallen, wird überhaupt keine Mehrwertsteuer erhoben. Das ist ein bisschen nicht ganz logisch, weil es gibt auch andere gesetzliche Vergütungsansprüche, aber vielleicht merken Sie sich das mal. Und unter diesen Paragraphen, da geht es um Bibliothekstandeme und um das Thema private Vervielfältigung. Dafür wird also keine Mehrwertsteuer in Ansatz gebracht. Bei allen anderen ist es so, dass Sie als Verlag ab 1. Januar, wenn Sie Ausschüttungen bekommen, mit 19% Mehrwertsteuer belegt werden. Das hat einfach was damit zu tun, dass man sagt, dass der Beteiligungsanspruch, den der Verlag hat, dass der auf der Grundlage einer verlegerischen Leistung letztendlich, den der Verlag für den Autor bringt, erfolgt. Und dadurch muss da der normale Mehrwertsteuersatz von 19% angesetzt werden. Aber es ist ja so, dass Sie von uns dann den Betrag bekommen plus 19% Mehrwertsteuer, so dass Sie dann, wenn Sie die 19% Mehrwertsteuer abführen, natürlich den gleichen Ausschüttungsbetrag bekommen, als wenn keine Mehrwertsteuer drauf wäre. Ja, vielen Dank, Herr Just. Das war ja eine erschöpfende Antwort. Und tatsächlich, das hat ja die Kollegin Susanne Barbeck eben da gesagt, das war ja immer schon das Charmante an den VG-Wortausschüttungen, dass Sie als Verlag in der Regel, Ausnahme im Bereich Schulbuch, aber die vergessen wir mal, in der Regel kriegen Sie als Verlag nur den Verlagsanteil von der VG-Wort ausgeschüttet. Sie müssen also diesen Anteil nicht an Ihre Autoren weiter abrechnen, haben Sie früher nicht gemusst, werden Sie auch jetzt nicht müssen. Wie gesagt, im Bereich Schulbuch gibt es da mal eine Ausnahme, aber ansonsten kommt das Geld quasi direkt nur zu Ihnen und Sie müssen es niemand mehr abrechnen, Sie können es direkt verbuchen. Und mit der Umsatzsteuer ist es so, wie Herr Just gerade erklärt hat. Susanne, jetzt sind wir warm, laufen wir warm, jetzt kommt die nächste Frage. Ja, nämlich die Frage ist, ob jetzt man als Verlag alle Werke melden muss, um an den Ausschüttungen beteiligt zu werden oder nur die aktuellen Erscheinungen, weil das ja vom Zeitumfang einen großen Unterschied macht. Das hat Christian Bayer, glaube ich, schon erklärt, aber vielleicht nochmal zur Sicherheit, dass man das nochmal klarstellt, wie das genau aussieht. Kann ich gern machen. Also es kommt darauf an, was für eine Art von Buch das ist. Wenn es ein wissenschaftliches Buch ist, ein Sachbuch oder Fachbuch, dann kann man dort immer nur die aktuellen Bücher melden und hat dafür 3 Jahre Zeit im Normalfall. Wir starten allerdings jetzt mit dem Jahr 2021. Also das hat damit zu tun, dass die Jahre davor wurden durch dieses Zustimmungsverfahren abgedeckt. Aber jetzt bei Fachbüchern, wissenschaftlichen Büchern ab 2021 kann ich melden. Die davor sind nicht mehr meldefähig. Etwas anders ist es jetzt für den Bereich der Bibliothekstandeme, also für die nicht wissenschaftlichen Bücher vor allem, aber auch für Sachbücher, die in normalen Bibliotheken, also Stadtbibliotheken einstehen. Da muss ich jetzt sozusagen grundsätzlich einmalig sämtliche Werke melden, an denen ich als Verlag noch Rechte habe. Aber das werden wir sehr einfach ausgestalten. Also da wird es vermutlich ausreichen, dass man nur die ISBN-Nummer uns mitteilt von sämtlichen Werken, an denen man als Verlag noch Rechte hat. Und in der Zukunft, wenn man sozusagen einmalig alle Werke gemeldet hat, dann nur noch die Neuerscheinungen. Das ist ja gerade der Charme der Meldung über das VW, was uns der Kollege Affner
eben gerade vorgeführt hat, dass Sie dadurch automatisch alle Titel, die Sie im VLW drin haben, der VG Wort auch melden. Also das heißt, wenn Sie Ihre Titel komplett beim VLW haben, reicht das aus, wenn Sie über das VLW die Meldung machen. Und Sie müssen nicht einzelne Titel mit ISBN-Nummern gesondert an das TOM-Portal der VG Wort melden. Herr Just, ich sah, wollten Sie noch was ergänzen zu dem Thema? Nein. Gut. Vielleicht passt dazu noch die Frage, was ist bei einem Rechte-Rückfall? Wollen wir jetzt mal vielleicht Herr Just meldet sich. Bitte. Ja, das ist ganz einfach. Bei Rechte-Rückfall an den Urheber ist es so, dass der Verlag natürlich dann keine Rechte mehr der VG Wort einräumen kann. Das heißt, dass dann kein Verlagsanteil ausgeschüttet wird. Und der Verlagsanteil wird dann dem Urheber zugeschlagen. Also man kann dann sagen, dass der Urheber dann die 100% bekommt, weil ja alle Rechte an ihn zurückgefallen sind. Also den Juristen, Staatskanzlei, da nur ausführen, erfreut an der Neuregelung, dass sie präziser ist als die alte Regelung. Bei der alten Regelung wurden einfach alle im VLB eingetragenen Titel, darauf gab es eine Ausschüttung. Darunter waren aber auch Titel, die waren gar nicht urheberrechtlich geschützt, sogenannte gemeinfreie Werke. Und es waren Titel drunter, jedenfalls in den archivierten Werken im VLB, wo tatsächlich ein Rechte-Rückfall stattgefunden hatte und der Verlag aktuell gar keine Rechte mehr hatte. Und er kriegte trotzdem eine Ausschüttung. Das war natürlich rechtlich nicht korrekt, aber im alten System war das ungenauer. Das ist jetzt genauer. Herr Staats, vielleicht ergänzen Sie noch. Herr Staats ist das juristische zuständige Geschäftsführer der VG Wort. Ja, vielen Dank und guten Morgen. Sehr gerne nur eine kurze Bemerkung. Die Urheber haben natürlich auch die Möglichkeit mitzuteilen, der VG Wort, ob es einen Rechte-Rückfall gibt oder nicht. Und sollte es da mal zu Auseinandersetzungen geben, dann haben wir auch ein neues, eine Form von Klärungsverfahren vorgesehen in unserem Verteilungsplan, um dann festzulegen, wo die Rechte tatsächlich liegen. Vielen Dank. So, Susanne, es kommen immer weiter Fragen. Du hast bestimmt jetzt die nächsten. Ja, also vielleicht mal zur Freistellungserklärung nochmal fragen. Da wird einerseits gefragt, ob da die Unterschrift der Urheber notwendig ist, beziehungsweise ob es ein Muster oder ein Formblatt vom Börsenverein gibt. Vielleicht können wir das nochmal näher erläutern, was es mit der Freistellungserklärung, die jetzt die Verlage gegenüber der VG Wort abgeben müssen, auf sich hat. Ich gucke jetzt, ich kann es auch selbst sagen, aber sonst gucke ich Herrn Bayer, der hat sich gerade freigeschaltet, der erklärt uns vielleicht nochmal. Ja, das ist eigentlich keine so dramatische Sache, aber der Verlag muss uns ja mit seiner Meldung bestätigen, ja, ich habe tatsächlich sämtliche Rechte an diesem Werk. Und die Freistellung ist sozusagen eine Art Sicherheit für uns als VG Wort, falls da tatsächlich mal ein Urheber kommen sollte, der dann nachweist, Moment mal, ich habe für mein Werk dem Verlag aber gar keine Rechte eingeräumt oder die sind schon zurückgefallen. Ich habe zu wenig Ausschüttung bekommen. Und wenn umgekehrt der Verlag zu viel Ausschüttung bekommen hat, weil er uns mitgeteilt hat, er hat auch die Rechte an dem Buch, dann müssten wir letztlich da korrigierend eingreifen und dem Verlag da was abziehen, was er zu Unrecht bekommen hat. Und dafür dient die Freistellungserklärung. Genau, und wer jetzt über das VLB die Meldung macht, das hat der Kollege Hafner gerade schon gemacht, der kann diese Freistellungserklärung einmal für seine ganzen angegebenen Titel und Rechte einmal mit einem Klick in einer Excel-Liste gegenüber dem VLB abgeben. Und das wird sozusagen, das VLB wird als juristisch gesehen als Empfangsbote dieser Willenserklärung für die VG Wort tätig, sodass sie dann gegenüber der VG Wort über ihre VLB-Meldung mit einem Klick erklären können, die Rechte, die ich jetzt zu meinen einzelnen Titeln angegeben habe, die habe ich und für deren Bestand stehe ich ein und stelle die VG Wort frei für den Fall, dass ich herausstellen sollte, dass ich bei einzelnen Titeln doch die Rechte nicht hatte. Susanne, die nächste Frage. Ja, es gibt mehrere Fragen so zu dem Thema Ausschüttungsbereiche. Also reicht eine Meldung für alle Ausschüttungsbereiche oder müsste man für jeden Bereich neu melden? Verlage sagen auch, es gibt Titel, die in mehrere Bereiche fallen. Wie erkennen Sie jetzt, ob es der Bereich Wissenschaft oder Sachbuch ist? Die Frage kam jetzt öfters mal. Herr Just. Ja, vielleicht von der Systematik her, dass wir uns hier zunächst mal bei allem, was wir jetzt besprochen haben, im analogen Bereich bewegen. Also es geht um Printprodukte, die genutzt werden, also um gedruckte Bücher, die ausgeliehen werden, gedruckte Bücher, die vervielfältigt werden.
Und der andere Bereich, das ist Metis, da wollten wir ganz am Schluss dann nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Dort ist ja im Moment der Zeitdruck nicht ganz so groß wie in dem analogen Bereich. Dann ist es einfach so, dass Sie sich daran orientieren können, dass wir entscheiden, wo zum Beispiel ein Buch, ob das in den Bereich Wissenschaften eingeordnet wird. Das richtet sich nach der Katalogisierung, die Sie auch im VLB selber vorgenommen haben. Wenn Sie sich erinnern, Sie geben ja, mir fällt jetzt der Name nicht ein, für den Buchhändler geben Sie ja Warengruppen. Das ist die Warengruppensystematik, nach der wir uns richten. Danach teilen Sie ja selber ein, wo Sie Ihr Buch eigentlich hauptsächlich untergebracht sehen. Und danach richtet sich das, ob dann das Buch bei uns in der Wissenschaft zugeordnet ist oder zuordnenbar ist oder ob das eher in den Publikumsverlag-Bereich kommt. Also die Warengruppensystematik ist für uns sozusagen die Orientierungslinie. Und ja, Dankeschön, das war schon mal hilfreich. Jetzt führe ich noch Herrn Wels ein. Das hätte uns zwei Hafner jetzt auch sagen können, aber wir haben auch den Bereichsleiter VLB ein, der die Warengruppen natürlich auch kennt. Vielleicht für die, die sich im VLB nicht so direkt auskennen, vielleicht noch mal ein Wort, wie das mit den Warengruppen ist. Ich glaube, das kann der Herr Hafner tatsächlich deutlich ausführlicher und konsistenter auch beantworten. Also insofern. Genau, also die Warengruppensystematik ist ja ein Pflichtfeld, was Sie für jeden Titel angeben. Vielleicht auch noch als Ergänzung, wir würden auch die betreffenden Warengruppen natürlich bekannt machen, dass Sie wissen, welche von VG Wurth in den Bereich Wissenschaft transportiert werden oder als solche anerkannt werden. Wir würden dazu auch auf unseren Hilfeseiten das sehr ausführlich beschreiben. Einerseits, welche Titel da, also durch die Warengruppe in den Bereich Wissenschaft fallen, da Sie bei denen natürlich jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben, wie Sie vorhin auch von Herrn Bayer schon gehört haben, würden aber auch die einzelnen Rechte nochmal deutlich erklären. Also auch das ist was, wo wir Ihnen entgegenkommen wollen und wo es auch mal kleine Erklärvideos zu allem geben wird, wie es dann tatsächlich in der Praxis funktionieren wird. Ja, vielen Dank, Herr Hafner und auch Herrn Just vorher. Sie sehen, wir sind tatsächlich sozusagen da in einem größeren Ablauf drin. Das ist ja alles ein neues System. Da hat sich schon so ein bisschen etwas geändert durch die gesetzlichen Neuregelungen. Und wir versuchen jetzt, es allen so einfach wie möglich zu machen und alles so schnell wie möglich eben auch nutzergerecht anzubieten. Jetzt hat Herr Just noch eine Ergänzung. Ja, mir ist aufgefallen, ich habe die Chatfragen auch ein bisschen durchgeschaut. Was für mich eine ganz wichtige Frage ist, ist, braucht man mit der VG Wurth eine Vereinbarung? Und da möchte ich nur unterstreichen, ja, Sie brauchen einmal eine Vereinbarung mit der VG Wurth, einen sogenannten Wahrnehmungsvertrag. Wenn Sie noch keinen Wahrnehmungsvertrag mit uns haben, dann sollten Sie so schnell wie möglich einen abschließen. Dieser Wahrnehmungsvertrag, der kostet nichts, wenn Sie den abschließen. Er ist aber die Voraussetzung, dass Sie überhaupt eine Ausschüttung bekommen können. Da hat jemand danach gefragt, ich habe mir leider nicht merken können, wer das war. Und es schien mir noch wichtig, das einfach zu ergänzen. Sie müssen einmal einen Wahrnehmungsvertrag abschließen. Das ist die Voraussetzung, um an die Ausschüttung zu kommen. Wobei alle Verlage, die jetzt schon einen haben aus der Vergangenheit und sei es seit 1958, für die gilt ja weiter. Die müssen jetzt also nichts neu veranlassen. Das ist tatsächlich nur, falls es bei Ihnen neu angefangene Verlage zum Beispiel geben sollte, die noch nicht dazu gekommen sind, dann sollten Sie einen Wahrnehmungsvertrag unbedingt über die Website der VG Wurth mit der VG Wurth abschließen und danach kommt sozusagen erst dieses ganze Anmeldeprozedere über das VLB. Susanne, jetzt hast du die Fragen sicherlich auch auf dem Schirm, aber bestimmt noch mehr. Ja, es gibt jetzt auch noch einige Fragen zu den Bibliotheken, also wie die Ausleihen in Bibliotheken festgestellt werden, ob die ISBN an die VG Wurth gemeldet werden, wie viele Bibliotheken teilnehmen und ich sage jetzt mal, ich würde das auch vielleicht zusammenfassen, hat das überhaupt irgendeine Relevanz jetzt für die Meldung oder Bestätigung an die VG Wurth? So, Herr Just, Sie hatten sich schon gemeldet dazu, aber Herr Statz vielleicht auch. Und eben lassen wir vielleicht Herrn Statz erst, weil gerade Sie erklärt haben, Herr Just. Herr Statz, bitte.
Ja, gerne. Also grundsätzlich ist es bei der Bibliothekstantieme, jedenfalls im Bereich der öffentlichen Bibliotheken, also Stadtbibliotheken und dergleichen, so, dass eine Vergütung nur vorgenommen wird durch die VG Wort, wenn es tatsächlich auch zu konkreten Ausleihen gekommen ist. Das hatte Herr Bayer ja auch schon gesagt. Und wir machen das auf der Grundlage von Erhebungen in Repräsentativbibliotheken. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind es 18, die sich da beteiligen. Es gibt dazu, wer das genauer nachlesen will, eine Zusatzvereinbarung zu einem Gesamtvertrag, den wir mit Bund und Ländern abgeschlossen haben. Und diesen Gesamtvertrag können Sie auf unserer Homepage auch aufrufen. Und da finden Sie die näheren Angaben zu diesen Repräsentativbibliotheken und wie das im Einzelnen abläuft. Genau, und man sollte vielleicht dazu sagen, der Börsenverein versucht ja immer die Interessen auch der Verlage wahrzunehmen, auch in der VG Wort. Uns ist das eigentlich schon länger ein Dorn im Auge, dass die Bund und Länder da mauern mit den Kosten für die Weitergabe von Ausleihdaten aus Bibliotheken. Also wir hätten es natürlich lieber, wenn überall die vorhandenen, auch in der Regel digital über die Systeme der Bibliotheken vorhandenen Daten da wären. Aber es ist jetzt eben zurzeit immer noch das System der 18 Auswahlbibliotheken und der Staat will da aber nochmal einen Einwand bringen. Ja, nur ganz kurz, weil eben auch so eine Frage hier noch rüberkam mit haptischen Hörbüchern, glaube ich. Ja, haptische Hörbücher können auch weiter partizipieren an der Bibliothekstantieme. Aber nochmal zur Klarstellung, bei der Bibliothekstantieme geht es wirklich nur um haptische Werke, die ausgeliehen werden. Es geht nicht um das E-Landing oder um die Onleihe. Danke. Denn die Onleihe, wenn Sie daran teilnehmen, das E-Learning, dann haben Sie einen Lizenzvertrag mit der DiviBib. Also darüber kriegen Sie direkt Ihre ausschließlichen Verwertungserlöse und es kommt dann zusätzlich nichts von der VG Wort, weder beim Autor, der Autorin noch beim Verlag, sondern es ist eben dann eine Lizenzeinnahme, an der Sie die Autorin, den Autor beteiligen müssen, während eben die Bibliothekstantieme, die VG Wort für die gedruckten und haptischen Produkte ausschüttet, die kommt eben dadurch, dass es von Gesetzes wegen erlaubt ist, dass Bibliotheken, wenn sie Bücher kaufen oder Hörbücher kaufen, physische Hörbücher, dass sie dann eben die ausleihen dürfen und dafür müssen sie diese angemessene Vergütung, die sogenannte Bibliothekstantieme, dann über die VG Wort entrichten und die wird dann zwischen Autor und Autorin und Verlag geteilt über die VG Wort in dem Prozedere, wie es uns Herr Bayer vorhin vorgestellt hat. Susanne, die nächsten Fragen. Ja, es gibt jetzt Fragen zu Schulbüchern, ob das jetzt hier auch für Schulbücher geht oder ob hier noch der Sondervertrag zwischen VG Wort und VBM gilt und wie das in dem Bereich mit der Weitervergütung aussieht an die Verlage. Gut, dann nehmen wir jetzt die Schulbuchfrage dazwischen und Herr Statz macht sich anreichlich, die zu beantworten. Ja, lässt sich, glaube ich, ganz schnell beantworten bei den Schulbüchern, also bei dem Vervielfältigen aus Schulbüchern, das ist ja die Frage, die, glaube ich, gestellt worden ist. Da geht es nicht um eine gesetzliche Schrankenregelung und auch nicht um einen Beteiligungsanspruch der Verlage, sondern da geht es um Nutzungsrechte, die so wie in der Vergangenheit auch ganz normal weiter durch die VG Wort abgewickelt werden. Das heißt, hier oder eben unmittelbar über diesen Vertrag, den wir gemeinsam abgeschlossen haben mit dem Verband Bildungsmedien. Hier gehen die Ausschüttungen an die Verlage und die Verlage müssen dann die Autoren entsprechend weiter beteiligen. Vielen Dank. Und es geht nichts, hat nichts zu tun mit Beteiligungsanspruch oder mit Melden über die VG Wort. Susanne, die nächste Frage. Vielleicht gehen wir jetzt mal kurz zum VLB rüber. Es kam jetzt öfter die Frage, ob das Ganze nicht auch per Onyx gemeldet werden könnte. Vielleicht können wir das nochmal klarstellen, dass das, wie das jetzt in diesem Jahr zumindest aussieht. Im Moment gibt es leider keine Möglichkeit, das in Onyx zu transportieren, aber im Kontext der Änderungen ist das bei uns natürlich auch Thema gewesen und wir werden es auch versuchen, an Editeur heranzutragen und da im Optimalfall eine Erweiterung im Onyx-Standard zu erreichen. Aber das ist natürlich nichts, was kurzfristig möglich ist. Also Sie sehen daran, dass wir natürlich diese Frage auch schon intern diskutiert hatten. Wir möchten das gerne über Onyx anbieten. Das geht aber nur, wenn diese internationale Trägerorganisation von Onyx, die Editeur heißt, eben dieses auch technisch möglich macht. Sonst kann das VLB da nichts alleine anbieten. Und wir werden versuchen, über Editeur zu erwirken, dass das alsbald möglich ist. Und dann werden Sie einmal im Jahr tatsächlich auch die Neuerscheinungen hoffentlich irgendwann mal über Onyx melden können. Derzeit geht es aber ausschließlich über die Excel-Datei, die Herr Affenheim gerade schon mal vorgeführt hat, beispielhaft. Es gibt vielleicht noch eine Anregung, nämlich ob die hinterlegten Warengruppen nicht auch in der Excel-Datei hinterlegt werden können. Jetzt hier aus dem Bereich der
der Zuschauer. Vielleicht noch mal eine ganz andere Frage. Was ist? Schau mal, jetzt erstmal die Antwort dazu. Ja, sorry. Können wir das machen? Nehme ich gerne mit. Ja, machen wir also. Sehr schön. Noch eine ganz andere Frage. Was ist mit Schweizer Verlagen? Können die sozusagen auch melden oder ist da Pro Literis zuständig? Herr Staats dazu. Ja, das ist eine gute Frage. Da können wir auch noch keine abschließende Antwort jedenfalls drauf geben. Wir sind jetzt kurz sozusagen im Moment gerade sehr damit beschäftigt, das hier für Deutschland alles umzusetzen, werden jetzt aber parallel auch mit den Schwestergesellschaften in Österreich und in der Schweiz, weil die besonders wichtig sind in diesen Bereichen, Gespräche führen und werden entsprechend dann noch darüber informieren, wie das funktioniert. Mit Schweizer Verlagen und mit österreichischen Verlagen. Vielen Dank. Susanne. Moment, ich bin hier gerade nochmal durchgegangen. Es gibt noch eine Frage zu den Kosten, wenn man die Meldung über das VLB macht. Keine Extrakosten. Ich war auch gerade dabei, das in den Chat reinzuschreiben, weil ich das auch schon ein paar Mal jetzt gesehen habe. Nein, es ist in den regulären Kosten oder in den regulären Entgelten entsprechend auch mit enthalten. Das ist jetzt kein Zusatzentgelt, was da entsprechend mit anfällt. Wir nehmen die ganzen Sachen bei uns auf, geben die an die VGB-Baut weiter, damit das Ganze halt wirklich auch relativ einfach für Sie auch funktioniert. Also insofern kommen da keine Zusatzkosten. Da sehen Sie mal, dass man das VLB loben und preisen muss, denn es mitnichten, wie immer das Gerücht geben wird, für alles, was extra angeboten wird, mehr Geld verlangt, sondern es ist eigentlich wirklich ein Service für die Verlage. Und wenn es nicht machen lässt wie hier, dann wird das auch kostenfrei zusätzlich angeboten. Susanne, die nächsten Fragen, sonst gehen wir auf den Bereich Zeitschriften über, wenn die Fragen sich erschöpfen. Ja, ich glaube, so langsam können wir, glaube ich, rübergehen. Vielleicht noch zwei Fragen. Also wie groß muss bei der Ausschüttung Wissenschaft, Buch die Verbreitung des Titels sein, um als ausreichend zu gelten? Oder hatten wir, glaube ich, schon beantwortet, ne? Ich glaube, Christian Bayer hat es sogar in der Präsentation drin gehabt. Das war, glaube ich, ein Nachweis über den Karlsruher virtuellen Katalog bei den Wissenschaftlern, dass man in zwei Bibliotheken einsteht mit seinem Titel. Oder man muss wahlweise nachweisen können, dass man mehr als 100 Stück des Buches verkauft hat. So sehe ich das, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ja, das weiß sogar ich. Das ist schon ein kleines Wunder. So, und jetzt die letzte Frage, bevor wir dann auf den Bereich Zeitschriften weitergehen. Kann ich mir eine Kopie des Wahrnehmungsvertrages zusenden lassen? Liebe VG Wort. Also das können Sie sogar sich einfach runterladen von der Website der VG Wort. Das ist noch einfacher, da kann Sie gar niemand dran hindern. Und wenn Sie Mitglied im Börsenverein sind und sich da irgendwelche technischen Schwierigkeiten haben, dann schickt es gerne Ihnen auch die Rechtsabteilung zu. So, jetzt gucke ich nochmal auch in die unsichtbaren Geister im Hintergrund, Nicola Meyer und Guter Sand. Haben wir Fragen jetzt übersehen oder gehen wir jetzt für den Bereich Zeitschriften weiter? Wenn ich jetzt nichts höre von den beiden, dann würde ich sagen, jetzt kommt der angekündigte nächste Teil und letzte Teil der Veranstaltung. Jetzt erfahren die Zeitschriftenverlage, wie vielleicht, Sie... Vielleicht noch eine, hier sind noch eine Frage, es kam jetzt gerade noch rein. Muss man auch für belletristische Werke nachträglich alle Erscheinungen melden? Wurde bisher nur für Sachbuch beantwortet? Ja, das Belletristik und Sachbuch ist das Gleiche. Und Teilung der Nutzungs... Wie wird das gehandhabt? Also die Nutzungsrechte von den Urhebern, die holen Sie sich per Verlagsvertrag ein. Also wenn Sie mit den Urhebern einen Verlagsvertrag schließen, dann sind da normalerweise, ist da ein großer Rechtekatalog drin. Da sind alle entscheidenden Nutzungsrechte drin, die Sie dann auch brauchen, um an den gesetzlichen Vergütungsansprüchen zu partizipieren. Und es war auch noch eine Frage zum Thema, muss das in einem Verlagsvertrag sein oder gelten da auch sozusagen Einräumungen per E-Mail? Wenn es um die Nutzungsrechte, Vervielfältigungs-, Verbreitungsrecht, Recht der öffentlichen Zugänglichmachung und so weiter geht, kommt es jetzt nicht auf die Form an. Also Sie können sich das auch letztendlich per E-Mail oder konkludent oder mündlich einräumen lassen. Auch einfache Nutzungsrechte gelten. Also wenn nicht nur Sie berechtigt sind, meinetwegen den Museumskatalog zur Veröffentlichung, sondern auch noch jemand anderes. Das vielleicht noch mal so zur Abrundung zu den Fragen zu den Nutzungsrechten. Sie müssen jetzt also an Ihren
normalerweise müssen Sie jetzt nichts ändern, was Ihren Verlagsvertrag angeht. So, jetzt sehe ich aber kaum, drohen wir an, dass wir zum Bereich Zeitschriften weitergehen, kommen doch noch eine ganze Reihe Fragen zum Buchbereich, die wir jetzt vielleicht erst noch beantworten. Ich habe sie jetzt allerdings nur so auftauchen sehen, die verschwinden bei mir immer gleich. Susanne, vielleicht guckst du noch mal, welche Fragen wir jetzt noch zuletzt bekommen haben und die jetzt gerade noch passen, bevor wir zu dem Bereich Zeitschriften weitergehen. Die Frage, ob zu Fachbüchern auch Aktualisierungslieferungen wie lose Blattwerke gehören. Da gucke ich mal die drei Kollegen von der VW Bord an. Wer sich da zu einer Antwort, Herr Bayer, bitte. Ja, also auch lose Blattwerke gehören bei uns zu den Fachbüchern und können auch gemeldet werden. Vielleicht auch, um so ein bisschen die Unsicherheit hier den Verlagen zu nehmen. Also grundsätzlich können Sie natürlich auch einfach erstmal alles melden, was Sie so an Printpublikationen haben im Buchbereich. Und wenn es dann Fragen gibt zur Verbreitung und zu den Standorten oder wie viele Exemplare verkauft wurden, da melden sich dann schon die Sachbearbeiter der VG Wort dazu. Also das wird ja alles hier auch nochmal geprüft und wenn da irgendwie Unklarheiten sind, dann wird das geklärt. Also wichtig ist nur vor allem, dass Sie fristgerecht die Meldung abgeben, weil wenn im Wissenschaftsbereich zum Beispiel die Meldefrist verpasst ist, dann ist wirklich die Chance vertan, dafür Geld zu bekommen. Wobei man sagen muss, dadurch, dass es jetzt sozusagen im Jahre 21 durch die gesetzliche Regelung nochmal neu startet und man bis zu 3 Jahre rückwirkend melden kann, hat man jetzt im Wissenschaftsbereich, wenn man es nicht gleich sofort schafft, auch noch ein bisschen länger Zeit für die Werkmeldung. Und noch eins zum Bereich lose Blattwerke. Es gilt immer, ich glaube, ist das eine Schwelle von 10%, die erneuert werden muss, bevor es eine neue Ausschüttung gibt. Also man kriegt nicht einfach jedes Jahr neues Geld, sondern wenn man einmal, Herr Just bestätigt das. Also es muss immer, wenn man eine neue Ausschüttung für das vorhandene lose Blattwerk bekommen will, dann muss man nachweisen können, dass mindestens 10% des Inhaltes überarbeitet und neu gefasst worden ist. Dann gilt es sozusagen wieder berechtigt, eine neue Ausschüttung zu bekommen. Wenn das immer wieder der alte Inhalt ist, den Sie rausgeben, dann kriegen Sie die Ausschüttung nicht neu, sondern immer nur, wenn es neu ist. Susanne, noch Fragen? Ja, jetzt? Also es wurde jetzt mehrfach gefragt, das ist dann wohl eine Frage so ein bisschen an uns, kann man als Verlag die Meldepflicht Rechterückfall im Verlagsvertrag dem Autor auferlegen? Die Meldepflicht? Also sozusagen, dass ich nicht als Verlag der VG Wort melde, die Rechte sind zurückgefallen, ich habe nicht mehr die Rechte an diesem Werk, sondern dass es der Autor der VG Wort melden muss. Hi. Just. Ja, das kann man natürlich wahrscheinlich machen, aber ich möchte Ihnen einfach mal aus unserer Erfahrung einfach mal sagen, wissen Sie, die meisten Autoren sind Spezialisten in ihren Bereichen, deswegen schreiben die ganz tolle Bücher. Das bedeutet aber, dass sie in anderen Bereichen halt einfach nicht so firm sind. Also zum Beispiel urheberrechtlich sind es oftmals keine Spezialisten. Und wenn Sie einen Autor fragen und sagen, hast du alle Rechte, dann ist es so, dass die meisten Autoren das einfach mal sagen, ja, natürlich habe ich alle Rechte, weil sie einfach irgendwo als Hintergrund nicht das Wissen haben, das Sie als Verlag haben, der ja, sagen wir mal, öfters mit diesen Problemen konfrontiert wird. Deswegen würde ich also einfach, wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, Ihnen raten, das doch selber zu tun, weil bei den Autoren, da ist schnell mal gesagt, ja, ich habe alle Rechte und dann ist es so, dass dann der Verlagsanteil an den Autor gehen würde. Es sei denn, der Verlag meldet sich und sagt, ja, aber ich habe doch hier die Rechte dran. Bisher ist es so, dass wir beim Rechte-Rückfall die Autoren bitten, uns auch eine Bestätigung vom Verlag zu geben, weil das einfach nach unseren Erfahrungen der Rechte-Rückfall dann immer sehr schnell geschieht, wenn man dann nicht nochmal den Verlag dazu einschaltet. So, Herr Staats, eine kleine Ergänzung. Ja, wir greifen auch gerne. Und dann Herr Staats noch. Ja, vielleicht auch ganz praktisch fürs Doing. In den Fällen müssen Sie halt, wenn Sie über das VLB pflegen, auch in dieser einen Spalte dann tatsächlich das Nein hinterlegen, weil das nochmal den Rechterückfall verdeutlichen würde, dass er nicht mehr bei Ihnen als Verlag ist und damit auch, selbst wenn der Urheber es meldet, erst die Konsistenz bei VG Wort geschaffen werden würde. Ja, Just, doch gerade schon deutlich.
Ja, nur noch mal, um das zu unterstreichen. Ich würde dazu raten, ehrlich gesagt, das nicht in den Autoren, mit in den Verträgen mit den Autoren auf die Autoren abzugeben, so wie Herr Justus ja eben auch schon gesagt hat. Und ich glaube, in unseren Vorgaben wird auch vorgesehen sein, dass die Verlage verpflichtet sind, uns das mitzuteilen, wenn es einen Rechterückruf gegeben hat. Denn sie stellen ja auch frei uns gegenüber. Und das heißt, sie übernehmen auch letztlich die Verantwortung, wenn sie eine Ausschüttung von der VG Wort noch bekommen sollten, weil der Urheber möglicherweise das dann nicht der VG Wort mitgeteilt hat. Deswegen, ich glaube, dass aus meiner Sicht ist es besser, wenn da die Verantwortung tatsächlich bei den Verlagen liegt, dass der VG Wort dann auch entsprechend mitzuteilen. Vielen Dank. So, Susanne, immer weitere Fragen kommen. Ja, es gibt hier jetzt auch noch eine Frage in der Excel-Liste, ob man da alle drei Nutzungsrechte angeben muss oder ob eins genügt. Das hängt natürlich davon, was Sie haben. Also jeder Verlag von Ihnen, der ein Buch veröffentlicht hat, der wird, es sei denn, es handelt sich um ein gemeinfreies Werk, der hat auf jeden Fall die Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte. Sonst könnten Sie das Buch nicht in Druck geben. Ob Sie das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung haben, also das Recht, ein E-Book herzustellen oder es ist das Werk im Internet zu veröffentlichen, oder ob Sie auch noch die Senderechte haben, also Recht der öffentlichen Wiedergabe, das müssten Sie sozusagen prüfen. Wenn Sie diese Rechte nicht haben, dürfen Sie es natürlich auch nicht ankreuzen, erhalten dann aber für die Bereiche auch keine Ausschüttung. Die VG Wort benötigt im Prinzip die Aussage zu diesen drei Nutzungsrechten, weil es dafür verschiedene Töpfe und Ausschüttungen gibt. Sehr gut. Also das heißt, ganz einfach gesprochen nochmal, auf jeden Fall sollte man außer bei den gemeinfreien Werken immer über die Excel-Liste von Herrn Hafner oder vom VLW bestätigen, dass man eben das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht hat. Und wer die Verhältnisse kennt bei den Ausschüttungen, der weiß, dass der Großteil der Ausschüttungen wie Privatkopie oder Bibliothekstantieme auf Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht entfällt. Also wenn Sie das schon mal angeben, dann kriegen Sie schon mal einen Großteil der Ausschüttungen für die VG Wort. Es gibt dann sozusagen wirtschaftlich weniger stark ins Gewicht fallende Rechte, die knüpfen an die Ausschüttung der VG Wort an diesem Online-Zugänglichmachungsrecht, also im Recht der öffentlichen Zugänglichmachung und auch an Recht der öffentlichen Wiedergabe, zum Beispiel das kleine Senderecht und solche Spezialitäten. Wenn Sie da mal angekreuzt haben, dass Sie es nicht haben, dann fehlt Ihnen zwar das Geld richtigerweise, weil das dann der Urheber ja zu 100% beanspruchen kann oder die Urheberin, aber es lohnt sich trotzdem noch, bei diesem Werk die Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte, die Sie dann ja haben, anzugeben, weil da eben die Rechte, die großen Ausschüttungen für die Bibliothekstantieme, Privatkopie oder Wissenschaftsbuch drin sind, je nach Genre des Titels. Susanne, jetzt noch weitere Fragen. Ja, also es wurden diese 100 Stück erwähnt. Hier wird gefragt, also wenn man jetzt Warengruppe Sachbuch oder Ratgeber ist und über 100 Stück verkauft werden, ob man dann trotzdem Wissenschaft ist, beziehungsweise wie diese 100 verkauften Werkexemplare dokumentiert werden. Vielleicht muss man das nochmal kurz erklären, dieser Unterschied Sachbuch, Wissenschaft und was es mit den... So, Herr Just macht sich schon startklar. Ja, also Stichwort ist wieder Warengruppensystematik. Danach wird ja unterschieden, Sachbuch, Wissenschaft, Belletristik und so weiter. Also das ist ein wesentliches Kriterium. Und was dann einfach noch auch dazu kommt, das ist, dass Sie bei Sachbüchern zum Beispiel, bei jedem Buch, wenn Sie da nachweisen müssen, dass Sie mehr als 100 verkauft haben, da genügt uns eine Kopie der Druckereirechnung, ist ja ein Indiz dafür, wie hoch die Auflage war. Und dann, dass Sie uns halt vielleicht durch Kopien von Verkaufsrechnungen an den Buchhandel oder so das nachweisen. Aber normalerweise, wenn Sie... sagen wir mal, als normaler Verlag im VLB gelistet sind und dadurch die Bücher für die ganze Bundesrepublik über den Buchhandel vertrieben werden können, dann wird man ja davon ausgehen, dass Sie also die 100 Exemplare wahrscheinlich schaffen sollten. Herr Staats. Nur noch kurze Ergänzung, Mindestverkaufspreis 10 Euro pro Exemplar, das ist auch noch vorgesehen im Verteilungsplan. Also es wird hier allgemein angeregt, dass aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Fragen, ob wir nicht vielleicht mal ein Basisseminar organisieren könnten.
Das nehmen wir, denke ich mal, mit. Das machen wir sicherlich sehr gerne. Und das ist auch ein guter Hinweis nochmal, dass wir jetzt vielleicht doch in den Bereich Zeitschriften jetzt übergehen. Der wird auch nicht so lange dauern. Wir haben danach auch noch eine F&A, also Fragen und Antworten Partie. Und dann können wir auch noch weitere Fragen zum ersten Teil dann noch berücksichtigen. Aber vielleicht, Herr Bayer, stellen Sie jetzt erstmal dar, wie der Bereich Zeitschriften funktioniert. Denn, jetzt sehe ich hier, das ist die falsche Präsentation, oder? Ich glaube, die nächste Folie dann. Ja. Ja, okay. So, da haben wir's. Also vielen Dank. Dann jetzt noch kurz die Zeitschriften. Das ist eigentlich relativ ähnlich wie der Buchbereich Wissenschaft. Auch hier werden nur gedruckte Zeitschriften vergütet in diesem Ausschüttungsbereich. Und auch hier geht es sozusagen darum, dass man vor allem Vervielfältigungen aus diesen Zeitschriften und Ausleihen in Bibliotheken, sofern das stattfindet, vergütet. Und dafür kassiert die VG Wort Geld, was sie dann halt an die Urheber und Verlage weiterleitet. Hier haben wir genauso wie bei den Büchern auch das Prinzip, es gibt eine Einmalzahlung und zwar dann jeweils für einen Zeitschriftenjahrgang, also für ein komplettes Erscheinungsjahr. Wir haben auch wie bei der Buchausschüttung die Voraussetzung, dass man die Zeitschrift anmelden muss. Hier allerdings ist sozusagen nur die Meldung bei der VG Wort möglich über das Meldeportal TOM. Das hat damit zu tun, dass wir hier auch ein paar detailliertere Angaben brauchen zu der Zeitschrift, als nur, dass die erschienen ist und dass der Verlag die Rechte hat. Aber auch hier haben wir die Vorgabe, dass sozusagen nur das Erscheinungsjahr 2021, mit dem geht es jetzt los, gemeldet werden kann und dann halt die folgenden Zeitschriftenjahrgänge. Die Meldefrist ist hier auch ebenfalls 3 Jahre. Das heißt, das Jahr 2021, um jetzt mal ein Beispiel zu machen, das müsste ich spätestens bis zum 31. Januar 2024 melden. Also man zählt das Jahr der Veröffentlichung plus 2 Jahre und dann noch den Januar mit dazu. Und für diese erste Ausschüttung, die wir jetzt im Herbst diesen Jahres durchführen wollen, haben wir aber eine längere Meldefrist, nämlich bis zum 30. April 2022. Aber auch hier der Hinweis, falls man die jetzt verpasst, dann ist das erstmal nicht schlimm, weil dann bekommt man sein Geld halt nicht mehr dieses Jahr, sondern im Folgejahr. Was hier auch abzugeben ist bei der Meldung, ist wiederum eine Bestätigung, dass ich sämtliche Rechte an den Beiträgen habe, die in der Zeitschrift enthalten sind und ich muss eine Freistellungserklärung abgeben als Verlag. Der Inhalt der Meldung ist ja etwas komplizierter und zwar hat das damit zu tun, dass wir hier auch nur das berücksichtigen können, was urheberrechtlich geschützt ist innerhalb einer Zeitschrift und deshalb ist das sehr ähnlich gestaltet wie auch die Urheberausschüttung für Zeitschriften. Also der Verlag muss sich letztlich hinsetzen und mal eine Ausgabe seiner Zeitschrift auswerten und sozusagen zählen, alle Beiträge, die dort drin enthalten sind, was haben die denn insgesamt für eine Seitenzahl? Also da muss man halt dann manche Sachen rausschmeißen, die einfach nur sehr kurz sind oder natürlich auch die Anzeigen muss man rauswerfen und zählt sozusagen nur den echten Inhalt an urheberrechtlich geschützten Texten und diese Seitenzahl teilt man dann der VG Wort mit, zusammen mit einer Aussage dazu, wie oft die Zeitschrift erscheint, also ob das monatlich, wöchentlich ist oder vierteljährlich. Und die VG Wort prüft dann diese Meldung und prüft auch hier sozusagen, wie viele Bibliothekstandorte besitzt diese Zeitschrift. Da ist eine gewisse Mindestanzahl vorgesehen. Und wenn das sozusagen dann ausreichend Standorte hat, dann gibt es halt hier eine Ausschüttung. Und die ist abhängig davon, wie viele Seiten man pro Nutzungsjahr hier veröffentlicht. Das waren sozusagen die gedruckten Zeitschriften. Und dann jetzt noch kurz der angekündigte Aufriss des Bereichs Online-Publikation. Also alles, was sozusagen online über das Internet erscheint, insbesondere Zeitschriften natürlich, das muss über den Bereich Metis vergütet und gemeldet werden. Können wir vielleicht zur nächsten Folie schon gehen? Vielen Dank. Und dort wird sozusagen die private Vervielfältigung von Texten, die im Internet stehen, vergütet.
Dort gibt es keine Einladung. Wir haben immer noch nicht die nächste Folie. Können wir die Folie zum Redis? Es hängt gerade. Achso, hat sich aufgehängt. Gut, dann machen Sie weiter. Ich mache es trotzdem noch mal kurz. Das ist auch nicht mein Spezial. Aber dort gibt es dann sozusagen jährliche Ausschüttungen pro Beitrag. Und zwar solange ausreichend Zugriffe auf einen Artikel stattfinden. Und dafür stellt die VG Wort sogenannte Zählpixel zur Verfügung. Die müssen in die Website eingebaut werden. Und dann gibt es jedes Jahr eine Mindestzugriffszahl. Und wenn die erreicht ist, dann geht Geld sowohl an den Urheber als auch an den Verlag. Die Besonderheit beim Verlag ist, er muss auch hier noch einmal bestätigen, dass er tatsächlich die Rechte an diesem Text besitzt und muss da die Freistellungserklärung abgeben. Wir sind hier noch nicht ganz so weit bei der Umsetzung wie in den Printbereichen. Das hat damit zu tun, dass hier auch die Meldefrist noch etwas länger ist, nämlich bis zum 1. Juni. Und im Moment ändert sich auch noch nichts. Das heißt, die Verlage melden einmal erst noch mal ganz normal nach der bisherigen Metis-Verfahrensweise ihre Texte. Und die VG Wort wird dann nach dieser Meldung irgendwann auf die Verlage noch zukommen und sie wegen dieser Bestätigung der Rechteeinräumung sozusagen kontaktieren und das dann einholen. Aber also wie gesagt, hier sind wir noch nicht ganz so weit wie für den Printbereich, deshalb muss es an der Stelle, glaube ich, jetzt belassen bei Metis. Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt insbesondere im Bereich Zeitschriften dargestellt und ich glaube, Susanne, wir haben auch noch ein paar Fragen dazu bekommen. Da muss ich noch. Genau. Gilt nach wie vor der Grundsatz, dass eine Zeitschrift nur dann eine Zeitschrift ist, wenn sie mindestens in 2 Ausgaben je Jahr erscheint? Das wird bestätigt durch den gehobenen Daumen von Herrn Just. Und wer den gehobenen Daumen von Herrn Just kennt, der weiß, dann ist das absolut so gesetzt. Das ist dann so. Wie viele Normseiten sind das Minimum für eine Meldung? Ich denke an Erwiderungen, Leserbrief als Kurzartikel und Rezensionen. Herr Bayer. Ja, also man braucht da mindestens 3000 Zeichen für einen Beitrag, damit er vergütungsfähig ist. Und der Gedanke ist sozusagen, dass man sich dann eine Ausgabe in die Hand nimmt und alle Beiträge zusammenrechnet, die über 3000 Zeichen liegen. Das kommt daher, dass wir auch bei den Urhebern sozusagen nur eine Meldung erlauben, wenn der Beitrag mindestens 3000 Zeichen lang ist. Also was da drunter ist, das müsste herausgerechnet werden bei der Meldung. Müssen Zeitschriften, die schon bei der VG Wort gemeldet sind, erneut gemeldet werden? Herr Just, Sie nicken, das deutet darauf hin. Ja, also nachdem wir ja jetzt einen Neustart machen, ja, früher war das Verfahren, das können Sie dann gleich wieder vergessen, was ich jetzt sage, ja so, dass jedes Jahr Papiermeldungen gemacht werden mussten. Wir werden jetzt natürlich ein elektronisches Meldeportal zur Verfügung stellen. Dieses elektronische Meldeportal wollen wir spätestens Ende März zur Verfügung stellen, sodass man dann einen Monat Zeit hat, seine Zeitschriften bei der VG Wort anzumelden. Und also ich wollte da nur dazu sagen, dass man diese ganzen alten Zeitschriften einfach jetzt am Anfang nochmal neu anmelden muss. Wir haben vor, dann wie beim VLB auch das zu verbessern, sodass wir dann vielleicht später auch mal übers VLB noch was anbieten oder dass wir später auf jeden Fall dann den Verlagen schon mal anbieten können, wenn sie dann anfangen, einen Titel einzugeben, dass wir die Daten schon mal vorbelegen, sodass man nicht jedes Jahr wieder die Mühe hat, alles neu einzugeben, sondern dass man da dann Erleichterungen zur Verfügung stellt. Allerdings jetzt beim ersten Mal hat man einfach ein bisschen mehr Aufwand. Und wie gesagt, auch hier gilt ja, dass ich diese Meldungen, wenn ich jetzt nicht alles auf einmal schaffen sollte, dann kann man hier auch 3 Jahre lang nochmal melden. Also es ist nichts verloren, sondern es ist dann eben eine Zeitverzögerung. Herr Staats. Ja, nur nochmal, um zu unterstreichen, es geht um das Erscheinungsjahr ab 2021. Ja, korrekt. Ich gucke nochmal auf Herrn Bayer und auf Herrn Just. Also es geht nicht irgendwie um die zurückliegenden Jahrgänge oder was auch immer da mal gemeldet worden ist unter alten Regelungen der VG Wort, sondern es geht jetzt um die neuen Erscheinungen ab dem Jahr 2021, die zu melden sind.
der VG Wort, und es geht um eine Einmalzahlung. Also es gibt dann auch nur eine für den Jahrgang eine Einmalzahlung und das war's. Und danach natürlich für die nachfolgenden Jahrgänge muss dann erneut gemeldet werden. Es gibt hier Fragen zu, ob das auch für Publikumszeitschriften gibt. Was ist mit Journale, die jährlich erscheinen und eine ISBN haben? Worunter fallen Jahrbücher und können nur wissenschaftliche Zeitschriften an VG Wort gemeldet werden? Also vielleicht nochmal dieses ganze Thema, Herr was Just, ist eine Zeitschrift? Herr Just, fangen Sie nochmal an. Ja, also Jahrbücher können nicht gemeldet werden. Vorhin war ja schon mal die Frage, wie viele Erscheinungen pro Jahr sein müssen, damit sie überhaupt berücksichtigt werden können. Und da war ja die Zahl 2 das Entscheidende. Logischerweise können dann Jahrbücher nicht als Zeitschrift gemeldet werden, sondern die können dann halt als Buchveröffentlichung, wenn sie eine ISBN-Nummer haben, gemeldet werden. Aber nicht als Periodika, wenn man so will. Das andere noch zu dieser Frage. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Herr Spang, die vielleicht Publikumszeitungen und Zeitschriften. Das war die Frage. Jetzt bin ich da wieder auf der Spur. Also Publikumszeitschriften ist was anderes. Das läuft in einem anderen Topf der VG Wort. Das heißt bei uns Presserepografie und dort ist ein anderes Meldeverfahren vorgesehen. Sondern es geht hier nur um wissenschaftliche Zeitschriften und Fachzeitschriften. Und da gibt es auch ein Einteilungsschema. Das würde Ihnen dann bei der Meldung auch angezeigt werden, wenn sich das um eine Zeitschrift handelt, die, sagen wir mal, in einen anderen Ausschüttungstopf der VG Wort gehört. Weil das ist bei uns hinterlegt, welche Zeitschriften da eben in diesem Bereich, Fachzeitschriften, wissenschaftliche Zeitschriften, welche da reinfallen. Also, und wir werden über den Verband Deutscher Zeitschriften und auch der Zeitungsverleger auch da nochmal informieren, wie das in diesen anderen Bereichen ausschaut. Aber hier jetzt bei Fachzeitschriften, wissenschaftliche Zeitschriften spielen Publikumszeitschriften keine Rolle. Ja, die heißt übrigens nicht mehr BDZV und VDZ, die fusionieren gerade ab 1. April, laufen die unter Medienverband für freie Presse oder sowas. Ja, hier gibt es jetzt noch eine Frage, vielleicht passt das auch zu dem Thema, wie sieht es mit der Umsetzung der Wahrnehmung des Presseverlegerleistungsschutzrechts aus? Herr Staats. Wenn Sie in den Wahrnehmungsvertrag der VG Wort schauen, dann werden Sie dort auch die Möglichkeit sehen, das Presseverlegerleistungsschutzrecht über die VG Wort wahrnehmen zu lassen. Haben wir das nicht gemacht, und aber wir eröffnen jetzt die Möglichkeit und wir sind auch mit einzelnen Verlagen da im Gespräch, ob das Presseverlegerleistungsschutzrecht über uns läuft. Sie wissen, es gibt eine weitere Verwertungsgesellschaft, die das Presseverlegerleistungsschutzrecht wahrnimmt, das ist Corinth. Corinth Media, und dort sind eine Reihe von Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen ja und lassen dort ihr Leistungsschutzrecht wahrnehmen. Aber wie gesagt, wir bieten es auch an als VG Wort, und die genaue Regelung finden Sie bei uns im Wahrnehmungsvertrag. Was, wenn ich das noch gerade sagen darf, die VG Wort in jedem Fall wahrnehmen wird, ist den auch vorgesehenen Beteiligungsanspruch der Urheber an den Einnahmen aufgrund des Presseverlegerleistungsschutzrechts. Diesen Anspruch wird die VG Wort gegenüber allen Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen, die Einnahmen aufgrund des Presseverlegerleistungsschutzrechts erzielen, geltend machen. Danke. Jetzt habe ich noch eine Frage zu Zeitschriften, und dann sind aber auch noch ein paar Fragen zu Büchern übrig geblieben. Nochmal zu Zeitschriften. Wirken sich verschobene Erscheinungstermine ins nächste Jahr auf die Meldefähigkeit aus? Also zum Beispiel ein Heft, Jahrgang 21, erscheint erst in 22. Herr Just vielleicht dazu, oder wer wagt? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich bin der Meinung, dass das Entscheidende ja der Erscheinungszeitpunkt ist, ja. Weil ich meine, wenn eine Zeitschrift, sagen wir mal, jetzt verspätet erscheint, dann kann sie ja auch erst verspätet vervielfältigt werden. Und dann müsste also das tatsächliche Erscheinungszeitpunkt, nicht das geplante, das tatsächliche Erscheinungszeitpunkt ist wichtig.
Sehr gut. So, jetzt war das die letzte Zeitschriftenfrage und jetzt geht es nochmal zurück an die Restanten aus dem Buchbereich, den wir ja hauptsächlich heute dargestellt haben hier. Genau, ich habe ja noch eine Frage, wie es mit Übersetzungen ist, bei denen der ausländische Autor keinen Wahrnehmungsvertrag mit der VG Wort hat. Genau, das hatte ich am Anfang kurz gesagt, darauf kommt es nicht an. Es kommt generell nicht darauf an, ob ein Urheber oder eine Urheberin ihres Werkes bei der VG Wort einen Wahrnehmungsvertrag hat, haben kann oder ob sie vielleicht sogar eine verstorbene Urheberin oder Urheber schon haben. Das ändert nichts da, weil sie ja jetzt eine selbstständige Verlagsbeteiligung haben, die unabhängig von der Zustimmung des Urhebers funktioniert, ändert das nichts daran, dass der Verlag dann trotzdem dieses Werk anmelden kann und seine Ausschüttung darauf bekommt. Dazu passt vielleicht auch noch die Frage, was ist, wenn die Ausschüttungsrechte vollständig beim Verlag liegen, weil der Autor diese nicht beanspruchen kann oder will? Lässt sich dies bei der Meldung mitteilen? Dazu vielleicht auch nur kurz, es gibt einfach zwei Töpfe und wenn es ist nicht möglich, dass der Anteil vom Urheber an den Verlag ausgeschüttet wird, richtig? Umgekehrt genauso. Also auch wenn jetzt der theoretische Fall wäre, dass nur der Urheber einen Wahrnehmungsvertrag hat, der Verlag aber nicht, könnte der Urheber nicht trotzdem Geld aus dem Verlagstopf kriegen, weil Geld aus dem Verlagstopf werden dann mehr ausgeschüttet an die anderen Verlage, die eben clever genug waren, sich mit dem Wahrnehmungsvertrag zu melden und ihre Werke über das VW anzumelden oder direkt bei der VW Wort. Umgekehrt gilt dasselbe. Auch wenn der Urheber nicht in der VG Wort einen Wahrnehmungsvertrag hat, kann der Verlag deswegen keine Ausschüttung mehr beanspruchen, sondern das wird dann mehr aufgeteilt unter die Urheberinnen und Urheber, die einen Wahrnehmungsvertrag bei der VG Wort haben. Jetzt gab es noch eine Frage, ob auch fremdsprachige Publikationen berücksichtigt werden können bei der Ausschüttung. Herr Staats? Ja, können auch berücksichtigt werden. Gut, und nochmal zu dem Themenbereich Rechtsrückfall. Da wird gefragt, das wird ja zu individuellen Daten, erfolgt der ja. Wie wirkt sich das dann auf die jährliche Ausschüttung aus und wie gibt man das Datum an? Ja. Herr Just vielleicht? Ja, also das ist natürlich so, dass der Zeitpunkt, zu dem die Rechte zurückfallen, das Entscheidende ist. Ja. Also wenn wir beginnen sollten, jetzt zu unterscheiden, wenn jemand im März 2021 die Rechte zurückfallen an den Autor, und wir dann anfangen müssten, Ausschüttungen aufzuteilen, also dass dann 3 Monate eine Verlagsausschüttung bezahlt wird und 9 Monate nicht und so weiter. Das können wir mit den pauschalen Verfahren bei der VG Wort nicht machen, sondern für uns ist dann ausschlaggebend, wie das zum Zeitpunkt der Ausschüttung eben ausschaut mit den Rechteverhältnissen. Wir können das nicht nachvollziehen, wie das sozusagen im Nutzungsjahr sich die Rechte-Situation verhalten hat, sondern wir können das nur pauschal abfragen. Hat jemand im Nutzungsjahr, waren die Rechte da beim Verlag oder waren sie beim Autor? Wir können das nicht intern irgendwie aufteilen, 3 Monate so, 9 Monate anders. Das ist nicht möglich, sondern wir müssen das zum Zeitpunkt der Meldung letztendlich, die ja dann im Januar erfolgt für das Vorjahr. Da ist für uns entscheidend, was uns da gemeldet wird. So, noch weitere Fragen. Muss man Addenden für alte Urheberverträge machen in Bezug auf die sonstigen Rechte, kleines Senderecht, Vermietrecht, Vortragsrecht? Also müsste man eigentlich schon, wenn man die Ausschüttungen beanspruchen will, ob sich das lohnt, weil die Ausschüttungen ja nicht sonderlich gigantisch pro Werk sind, ist die Frage, ob der administrative Aufwand da sich wirklich rechtfertigt. Herr Staats aber dazu noch. Also soweit es um Nutzungsrechte geht und nicht um gesetzliche Vergütungsansprüche, wie beim kleinen Senderecht oder beim Vortragsrecht, ändert sich nichts. Das ist so wie bisher. Wir reden ja nur über gesetzliche Vergütungsansprüche und den entsprechenden Beteiligungsanspruch der Verlage. Es geht nicht um die Wahrnehmung von Nutzungsrechten, wozu eben insbesondere das kleine Senderecht und das Vortragsrecht gehört. Noch Fragen?
Hier ist noch eine Frage an Alexander Hafner. Wie sieht das Ergebnis des Aggregators aus, das den Verlagen zur Verfügung gestellt wird? Abrechnung auf Titelebene? Bin ich mir nicht sicher, ob wir das schon beantwortet haben. Also im Prinzip, was wir als Aggregator machen, ist, dass wir die gesamten bis Ende April eingegangenen Meldungen der Verlage als einen großen Datenbestand an VG Wirth für die Weiterverarbeitung übergeben und dann darauf aufbauend die Prozesse bei VG Wirth auch ausgelöst werden. Also wir sind noch nicht so weit, dass die VG Wirth in allen möglichen Bereichen wirklich werbe- und nutzungsbezogene Abrechnungen machen kann. Das ist immer noch die Vision, auf die wir hinarbeiten, aber zum Beispiel bei Privatkopie, wo natürlich niemand weiß, was für Kopien gemacht werden, kann das die VG Wirth ja nicht leisten, woher soll sie die Informationen haben. Werk- und nutzungsbezogene Abrechnungen kann die VG Wirth da ja nur in sehr wenigen Bereichen servieren. Das ist zum Beispiel der Bereich Dokumentversand auf Bestellung. Das Subito-System zum Beispiel der Bibliotheken, dort kriegt die VG Wirth tatsächlich von den einzelnen Dokumenten, die versendet worden sind, kriegt die VG Wirth genau die Daten zu den versendeten Werken und Beiträgen und rechnet dann auch Verlags- und Autoren genau ab. Aber in allen anderen Bereichen muss sie sich behelfen mit pauschalen Ausschüttungen, sodass eben man das nicht genau einer bestimmten Nutzung eines bestimmten Werks zuordnen kann. Susanne. Wenn Urheber einen Vertrag mit der VG Wirth haben, können Verlage als Service die Meldung neuer Titel dieser Urheber über die VLB-Excel-Liste miterledigen oder müssen die Urheber trotzdem separat ihre Titel über TOM melden? Die Urheber sind keine Kunden des VLBs, von daher ist es ihnen auf diesem Weg gar nicht möglich. Das kann lediglich die Verlag machen. Aber vielleicht... Herr Just, erklären Sie nochmal, dass wir ja auch mit der Personennormdatenmeldung auch große Dinge vorhaben, jedenfalls in der Zukunft. Ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir diese erste, sagen wir mal, Ausschüttung wieder mit normaler Beteiligung der Verlage, dass wir die umsetzen. Also das ist sowieso zeitlich sehr ehrgeizig, was wir da vorhaben. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir für die Zukunft das System auch Richtung Urheber vielleicht nutzen wollen oder erweitern können. Nämlich dann, wenn die Verlage zu den erschienenen Büchern, zum Beispiel zu den Neuerscheinungen, eine eindeutige Autoren-Identifikationsnummern angeben. Das ist zum Beispiel der Fall, die Nummer heißt ISNI, International Standard Identifier. Und wenn diese Nummer zukünftig im VLB eine Rolle spielen könnte, dann könnte das sein, dass die Verlage dann als Service, wenn man so will, die Autoren oder ihre Urheber gleich mitmelden können. Das ist aber im Moment noch Zukunftsmusik, das wir mal angedacht haben, aber wo wir auch im Interesse der Verlage und der Autorenbindung und so weiter uns Gedanken gemacht haben. Aber bei dieser Ausschüttung kriegen wir das beim besten Willen noch nicht hin. Also generell müssen Sie sehen, dass die VG Wirth, aber natürlich auch der Börsenverein bei der Unterstützung der Verlage jetzt einen Neustart machen muss, wir aber im KVP-Modus das machen. Also kontinuierliche Verbesserungsprozesse werden da stattfinden, auch beim VLB. Es wird also, wie gesagt, zum Beispiel beim Thema Onyx, aber irgendwann auch beim Thema ISNI-Meldungen wirklich Verbesserungen geben können. Aber es kann heute noch niemand Ihnen garantieren, dass das dann und dann der Fall sein wird. Wir möchten deswegen heute uns auf das beschränken, was wir aktuell anbieten können und wie es aktuell aussieht. Und deswegen war die Veranstaltung dafür konzipiert. So, jetzt sind wir auf halb. Wir wollten eigentlich mal Schluss machen. Was sind noch für dringende Fragen? Ich glaube, ich habe gesehen, ich bin zu Recht gerügt worden, dass ich falsche Aussagen gemacht habe zum Zusammenschluss von VDZ und BDZV. Das ist alles ganz anders. Wer wissen will, wie es wirklich ist, liest im Chat den Beitrag des netten Kollegen Dirk Platte, Justiziar, der das VDZ, der weiß es alles besser und ist natürlich genauer als den Unsinn, den ich erzählt habe dazu. Ja, vielleicht noch kurz die letzte Frage. Muss man bei Zeitschriften pro Beitrag einen Freistellungsantrag machen? Also gemeint ist, glaube ich, die Freistellungserklärung für die VG Wirth und die muss man nur einmal erklären. Genauso wie bei den Büchern auch. Also man erklärt dann quasi für alle in der Liste mit Ja angeklickten Büchern, für die man die Nutzungsrechte hat, stellt man die VG Wirth frei, sollte man hier falsche Angaben gemacht haben und dies zu Ausschüttungen führen, die es hätte nicht geben dürfen.
So. So, sehr gut. Ja, jetzt ist dann halb und wir wollen auch nicht noch über Gebühr. Ich glaube, vielen Dank, dass alle so intensiv dabei geblieben sind. Ich sehe, dass wir immer noch weit über 300 Teilnehmer haben. Wir hoffen, wir haben einen hilfreichen Beitrag geliefert für Sie. Sie können sich jetzt einstellen auf das, was Sie erwartet. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei allen, die hier sichtbar und durch ihre Beteiligungen an der Diskussion beigetragen haben, aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die hilfreich im Hintergrund hier und beim in YouTube-Chat. Wir werden, wie gesagt, diese Veranstaltung auch nochmal dauerhaft bei YouTube anbieten, sodass Sie das nachgucken können. Es ist aber zum Beispiel hier auch die Frau Frankenberger dabei, die ist für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der VG Wort zuständig und sicherlich wird sie auch nochmal überlegen, was für Hilfsangebote sie für die Verlage machen kann. Alle Mitgliedsverlage im Börsenverein wissen natürlich, dass sie sich jederzeit mit ihren Fragen direkt an Susanne Barbeck oder mich oder auch überhaupt an die Rechtsabteilung, E-Mail-Adresse rechtsabteilung@boef.de wenden können und dass wir das entweder ihnen direkt beantworten können oder mit Hilfe der Kolleginnen und Kollegen der VG Wort beantworten werden. Also ganz herzlichen Dank nochmal allen Beteiligten und Ihnen einen schönen Tag. Und wie gesagt, es geht wieder los, die Verlagsbeteiligung kommt. Große Dinge haben sich vollzogen. Es hat alles viel länger gedauert, als wir es gewünscht hatten. Aber jetzt geht es los und es wird auch in Zukunft immer besser werden. Also wir gehen dem Licht entgegen sozusagen. In diesem Sinne Ihnen allen einen schönen Tag. Danke. Vielen Dank. Wiedersehen.